schon lange gewartet haben, ist jetzt die Auslosung unseres Gewinnspiels. Sie wissen alle, dass das über die jeweiligen Standortgemeinschaften zustande gekommen ist. Einmal hier aus Linden-Mitte, Linden-Gut, Herr Huchthausen ist unter uns. Dann haben wir Herrn Töpelmann von den Deister-Kiezen und Herrn Baxmann von Aktion Limmerstraße e.V. Alle drei im Übrigen haben auch wesentlich dazu beigetragen, dass wir das heute hier überhaupt veranstalten konnten. Und dann haben wir hier zwei Glücksfeen. Einmal ganz rechts, Lady N, hätte ich fast gesagt, Anne. Ne? Und dann haben wir die Iris. Einer wird die Lostrommel jetzt gleich drehen und die andere wird zugreifen und dann hoffentlich die richtigen Namen finden. Und wenn wir Glück haben, ist der eine oder andere auch noch unter uns. Es geht los. Bitte drehen. Wir ziehen jetzt erstmal drei Preise. Und zwar sind das drei VIP-Karten mal zwei, sind sechs VIP-Karten, wenn ich das richtig rechne, für das kommende Fährmannfest 2011. Das sind die Plätze 8 bis 10. Wir haben nämlich 10 Preise, die es jetzt hier gleich gibt. Haben wir so viele Karten? Ja, ne? Gut. Drei, ja. Zwei, drei. Jetzt wollen wir mal gucken, ob ich das auch alles so lesen kann. Angela Kruschwitz hat gewonnen. Zufällig da. Guck mal, da ist er. Ja. Bleiben Sie ruhig hier oben. Genau, herzlichen Glückwunsch schon mal. Ich habe ja Sie vorhin schon beobachtet, wie Sie hier durch die Quartiere gelaufen sind. Alles geschafft, ne? Denn das war gar nicht so leicht. Wir mussten ja durch ganz Linden, wenn man so will, laufen. Dann haben wir nochmal zwei VIP-Karten. Elena Hof. Ist Elena auch da? Oh Mensch, wir haben eine Inflation von Gewinnerinnen hier. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt haben wir den nächsten Preis. Das ist Leon Fischer. Weiß ich, ob er auch... Nee, alle sind sie da. Wunderbar. Herzlichen Glückwunsch. Guck mal, die beiden gehören zusammen. So. Sind die heimlich miteinander verbunden? Ja. Aha. So, dann haben wir jetzt Platz 7 und 6. Und das werden, mein lieber Kollege, Herr Töpelmann, jetzt zwei Einkaufsgutscheine im Werte von je 50 Euro aus der Deisterstraße sein. Wollen Sie? Guck mal, 50 Euro, da könnten wir bei Energie einkaufen. Ja, einmal 50 Euro auf der Deisterstraße gibt es für Frauke Bahr, wenn ich es richtig lese. Frauke ist auch da. Frauke ist auch da. Ja, wir haben uns einen gemeinsamen Gutschein auf der Deisterstraße, das heißt, der gilt nicht nur in einem Geschäft, sondern in allen teilnehmenden Läden. Man kann also sich für 10 Euro eine CD bei uns kaufen und dann wieder für 5 Euro was zum Anziehen bei der Nachtschwester. So. Und bei den weiteren... Einen weiteren Gutschein? Da habe ich jetzt nur einen Nachnamen und wenn ich es richtig lese, heißt es Fronsch. Fronsch oder French? Adresse, Adresse. Ja, Adresse. Steht keine auf. Fronze kann es auch sein. Dann haben Sie gewonnen. Sag mal, ob es deine ist. Sage ich jetzt nicht die Telefonnummer. Oder möchten Sie es gerne? Oder soll ich die Telefonnummer sagen? So, jetzt geht es um den fünften Preis. Und da geht es um eine ganz besondere Kreation aus dem Hause RZ-Möbel. Hier aus unserem Lindener Mittebereich. Herr Huchthausen ist ja wie erwähnt unter uns. Und deshalb greifen Sie Iris einfach nochmal zu. Ja. Love is Bildcast.
Ja. Und die bekommen ein Kopfkissen. Man könnte es auch als Ruhekissen bezeichnen, aber nur für den Moment, ne? Ganz klar. So, jetzt wird es schmackhaft, denn jetzt kommt der Platz 4 und da sind zwei Personen von betroffen, wenn sie gewinnen. Es geht nämlich um ein gemeinsames Essen im Fischers. Schreiten Sie zur Tat. Herr Paxmann. Ja, die Gewinnerin von einem Erlebnismenü im Fischers für zwei Personen ist die Laila Svanjak. Da kommt sie aus dem Hotel. Ja, super. Nein. Die Buchverlegung, das ist aber mit. Ja. So, jetzt geht's also schon richtig um die Euros. Denn das ist der Platz 3. Und da geht es um einen Gegenwert von 150 Euro, aller Achtung. Und das wird ein CD-Paket werden. Aha. Von, und das wird er Ihnen gleich selber sagen. Ja, es ist ein CD-Paket, was etwas seltsam aussieht. Es ist ein CD-Paket von Ohrwurm-CDs. Und ich wollte eigentlich was zusammenstellen und dann habe ich mir überlegt, naja, ich kenne den Gewinner, die Gewinnerin nicht. Was hört der gerne für Musik? Was hört sie gerne für Musik? Da hätte ich wahrscheinlich 20 CDs reingetan und 15 hätte die dann gesagt, finde ich nur so mittelgut. Und jetzt habe ich gedacht, ich mache einen Gutschein. Da kann man einkaufen, muss man auch nicht auf einmal ausgeben über diese CDs. Und meine liebe Mitarbeiterin hat dann diesen schönen Deister-Kiez-Ballon mit diesem Gutschein befüllt und den möchte ich jetzt verlosen. Ja, wir haben heute eine riesen Frauenquote hier, weil wir haben auch eine Gewinnerin für dieses CD-Paket oder für diesen Gutschein und das ist Diana Bergstedt. Diesmal kann ich es auch schön lesen. Vorbildlich geschrieben. Ist Diana hier? Scheinbar nicht, aber sie wird trotzdem benachrichtigt und selbstverständlich ihren Gewinn bekommen. Und wir kommen zu Platz 2. Schreibt die Nummer 3 drauf, genau. So, jetzt müssen wir Anna natürlich nochmal ordentlich drehen hier, weil jetzt geht es um Platz 2 und Platz 1. Danke. Und der zweite Preis, der beinhaltet immerhin einen Gegenwert mit hohem Spaßfaktor. Da ist nämlich von der Firma Ratgeber hier gleich in der Nähe ein Wochenende für zwei Personen gestiftet und gespendet geworden, wo man die Gelegenheit hat, das neue Elektrobike zu testen. Das sind ja die ganz neuen Fahrräder, die man dann nach Bedarf auch immer mit einem Motor dazuschalten kann. Ganz hervorragend. Und jetzt wollen wir mal gucken, wer das denn nun gewinnt. Und wie gesagt, derjenige muss nicht alleine durch die Gegend fahren, sondern kann auch einen Partner mitnehmen. Aha. Ja. Das ist der Gewinner Stefan Webel. Ist er da? Nicht da. Na, wir haben ja hier die Telefonnummer und auch die E-Mail-Adresse. Dann werden wir uns mit ihm in Verbindung setzen. Also Stefan Webel hat den zweiten Preis gewonnen. Schreibt mal einer die 2 hier drauf. Und jetzt kommen wir zum ersten Preis. Und da konnten Sie ja heute schon den ganzen Tag diesen tollen Charan, der jetzt ganz neu auf den Markt gekommen ist, seit wenigen Tagen erst, und der hier ausgestellt wurde, den ganzen Tag von Gesser und Jacobi. Und dieses bekannte Autounternehmen hier bei uns aus Linden, aus der Falkenstraße, hat auch diesen Wochenendpreis zur Verfügung gestellt, wo man eben mit der ganzen Familie das komplette Wochenende über dieses Auto nutzen darf. Und das ist, glaube ich, schon ein toller Preis. Und da wollen wir jetzt mal gucken,
Iris, schreiten Sie zur Tat. Unsere Glücksfee zieht jetzt den ersten Preis. Und den hat gewonnen, wäre ja schön, wenn er da ist. Es ist nämlich ein Mann. Mit der Frauenquote haben wir das jetzt wieder so ein bisschen nivelliert. Es geht um den ersten Preisträger und er heißt Ulrich mit Vornamen. Ulrich. Und Bungard mit Nachnamen. Ist er da? Super. Der Mann.